Ja, damit hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Zweiter Tag der Light & Building neigt sich zu langsam dem Ende. Und irgendwie gefühlt, man hat sich so viele Hersteller vorgenommen, die man sich alle anguckt. Das schafft man gar nicht an einem Tag alles. Deshalb für euch nochmal so ein bisschen die Highlights, so ein bisschen auch, ich sag mal, die Hersteller, ihr habt es ja gestern schon im Video gesehen, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, weil die großen Hersteller, dazu wird es definitiv nochmal dedizierte Videos geben. Da waren wir heute auch bei ein, zwei Herstellern, die richtig coole Highlights dabei haben. Ich sag nur Meta und KNX, da kommt so einiges. Aber wir gehen erstmal zum Sponsor der heutigen Folge, nämlich wieder zur KNX Association. Und da habe ich mir das Thema KNX IoT nochmal ein bisschen genauer erklären lassen, vor allem, weil es ja eben Einzug mit der ETS 6.2 bekommen hat. Wir sind heute am zweiten Tag von der Light & Building. Das Thema KNX IoT, das kam ja jetzt ganz neu mit der ETS 6.2 rein, wurde ja auch schon groß angekündigt. Und ich dachte mir, ich habe zwar schon ein Video über KNX IoT gemacht, aber ich habe hier neben mir den Herrn Demarest stehen von der KNX Association. Und er ist definitiv ein Experte, was das Thema KNX IoT angeht. Und vielleicht können Sie uns ja so ein bisschen mehr darüber erzählen, wie kriege ich KNX IoT eigentlich an die klassische KNX-Welt angebunden. Genau. Also sehr wichtig zu wissen ist, KNX IoT ist eine Erweiterung von KNX. Also das ist nicht etwas total Fremdes, das ist eigentlich eine Möglichkeit, zum ersten Mal KNX zu übertragen über ein IPv6-Netzwerk. Also früher waren wir in der Lage, Telegramme oder Nachrichten zu verschicken über ein IPv4-Netzwerk. Jetzt können wir das auch über ein IPv6-Netzwerk. Und das sieht man hier, also die Geräte sind alle Thread-basiert. Also Thread ist ein Mesh-Netzwerk, aber IPv6-Netzwerk. Das wird auch in anderen Technologien eingesetzt werden. KNX IoT ist da keine Ausnahme. Also wir verwenden das dann auch. Also wir können ein Mesh-Netzwerk, ein IPv6-Netzwerk können wir verwenden, um auch Daten auszutauschen, wie wir schon immer gemacht haben. Also das ist nichts anderes, aber das ist jetzt modern und IPv6. Aber natürlich, die große Frage natürlich, okay, das ist eine Erweiterung von KNX, das bedeutet, diese Welt muss mit der vorherigen Welt muss auch reden können. Also wenn ich zum Beispiel die Air Quality von dem Gerät auf ein Display zeigen will, was TP-basiert ist, dann muss ich das auch können. Also ich muss die Verknüpfung machen können zwischen dem Gerät und dem Gerät mit der ETS. Und ich muss das auch physisch können. Dafür brauche ich einen KNX IoT Router. Dieser IoT Router wird die IPv6 Meldungen übersetzen in IPv4 Meldungen, die über einen handelsüblichen KNX IP Router dann an die TP-Welt geschickt werden kann. Das bedeutet im Prinzip, ist dieser IoT Border Router so ein Stück weit mein Medienkoppler zwischen KNX IP und KNX IoT. Ganz genau. Also wie zum Beispiel ein KNX TP-Gerät, was mit einem KNX RF-Gerät Daten austauscht, da braucht man auch einen Medienkoppler. Also eigentlich ist das ein neuer Medienkoppler. Da aber jetzt mal eine Frage, ich sag mal Funkkommunikation in KNX und auch drahtgebundene Kommunikation in KNX, das ist ja jetzt nichts Neues. Warum braucht es an der Stelle jetzt KNX IoT oder warum hat man das entwickelt? Absolut, also das ist eine sehr gute Frage. Also man entwickelt eigentlich ein neues Funkmedium, weil man in bestimmten Ländern die heutige Technologie, die 868 MHz basiert ist, kann man leider nicht in allen Ländern verwenden. Thread, ein Thread-Netzwerk, was 2,4 GHz basiert ist, das kann man weltweit, also diese Produkte sind weltweit zu vermarkten. Die anderen Produkte sind leider nur in Europa und in bestimmten anderen Ländern vermarktbar. Warum braucht man auch KNX IoT als Zusatz? Also, weil bestimmte Anwendungen wird man vermutlich nie an KNX TP anbinden können. Ich sage mal zum Beispiel, eine Wärmepumpe wird üblicherweise auch ein Ethernet-Stecker haben und über diesen Ethernet-Stecker will ich eigentlich die Meldungen absetzen. Ein extra Twisted Pair-Anschluss wird da wahrscheinlich von den Herstellern nicht gewollt sein. Deshalb muss da
ein, auch über Ethernet oder Single-Pair Ethernet muss eine Meldung abgesetzt werden können. Und das muss man heutzutage mit IPv6 machen, das ist klar. Also so ein Stück weit, ich sag mal, die Hemmschwelle, eine KNX-Schnittstelle mit an Bord oder mit anbieten zu können, da setzt man dadurch niedriger, weil man eben sagt, man kauft keinen KNX-RF-Stack oder Twisted Pair-Stack, sondern man nimmt dann an der Stelle eben KNX-IoT. Genau, und sehr wichtig ist, KNX hat zum ersten Mal einen eigenen KNX-IoT-Stack entwickelt, der auch öffentlich angeboten wird. Also sprich, wir wollen andere Hersteller ansprechen, die mit der jetzigen TP- oder RF-Technologie nicht angesprochen werden können. Und wir wollen die gleich auf die Sprünge helfen, damit die sehr schnell, also ihr Time-to-Market niedrig gehalten wird. Ja, super interessante Entwicklung an der Stelle. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, die ersten KNX-IoT-Komponenten selber mal testen zu können. Herr Demarest, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier KNX-IoT noch mal ein bisschen näher zu erklären. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Messe und viel Spaß. Sehr gerne, danke. So viel also zum Thema KNX-IoT. Extremst interessante Sache. Da freue ich mich auf die kommenden Jahre, was wir da an Integration sehen werden, vielleicht auch in Geräten, die wir so nicht erwarten, dass die mal eine KNX-Schnittstelle bekommen. Denn das soll ja eben die Türen zu allem öffnen. Ein weiteres Thema, was vor allem uns in der Zukunft, denke ich, noch eine ganze Menge begleiten wird, ist das Thema SPE. SPE, wofür steht das? Single Pair Ethernet. Das bedeutet, dass wir auf einem verdrehten Adernpaar, also auf der Twisted Pair Leitung, dass wir da Netzwerkkommunikation, also Ethernet, übertragen können. Das sind dann zum Beispiel so Sachen denkbar wie KNX-IP über Single Pair Ethernet oder auch KNX-IoT oder vielleicht andere IP-basierte Protokolle, die dann bis zu 10 Mbit, also wenn man sich das mal vergleicht, aktuell haben wir bei KNX 9600 baut, da mit der Technologie sind auf einmal 10 Mbit möglich. Wie gesagt, das ist noch sehr viel Zukunftsmusik, aber man sieht schon die ersten Geräte. Bei Vago hatten wir einen kleinen Demo-Aufbau dazu gesehen und auch bei Phoenix, da hatten wir ja schon die Steuerung so ein bisschen angeteasert und da ist es so, dass die Module untereinander, aber dazu wird es noch ein separates Video geben, dass die untereinander auch über Single-Pair-Ethernet miteinander kommunizieren. Eine Technik, die, ich denke, viel Potenzial auch in Zukunft bieten wird. Was für KNX-Hersteller haben wir uns heute noch angeguckt? Naja, vor allem wieder die kleinen Stände am KNX Association Stand, wo man mal so dran vorbeiläuft und wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, da sieht man schon echt ein paar coole Sachen. Unter anderem Tantron, den Hersteller kennt man vielleicht auch schon von Matthias Kleine, Hausautomatisierung. Er hat schon das 4 Zoll und das 2,4 Zoll Gerät vorgestellt, also gerne da mal vorbeischauen. Und hier haben wir auf der Messe einen 6 Zoll und ein 10 Zoll Gerät gesehen mit SIP-Integration. Aber an der Stelle wohl so, dass es nicht über die ETS parametriert wird, sondern über eine eigene Software. Preislich auch, ich glaube, bei 3000 Euro das, oder 3000 US-Dollar das 6-Zoll-Gerät, weiß ich jetzt nicht so, aber ist mit Sicherheit eine interessante Sache, kann man mal beobachten, was da so kommt. Nächster chinesischer Hersteller, Sevin. Auch hier das Thema Touch-Displays, sehr prominent bei den chinesischen Herstellern. Und was ich wirklich extrem schick finde, sind die UIs, die hier gestaltet werden. Da sind zwar auch ein paar abgespacete dabei, aber dieses Thema UI-Design, das können die chinesischen Hersteller schon sehr gut. Von Sevin hier auch ein 4-Zoll-Gerät. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, einfach am KNX Association Stand da vorbeilaufen. Und wir hatten es gestern ja schon, das Thema Multiprotokoll-Server. Auch heute weitere Geräte. Der erste, der mir da einfällt, ist Dovid. Ein Hersteller, den ich so vorher nicht kannte. Super klasse Personal am Stand. Wir wurden super betreut und auch mit Techniker hier an der Stelle unterstützt, der uns das System mal ein bisschen gezeigt hat. Multiprotokoll-Server heißt hier an der Stelle, dass unter anderem DALI, Modbus, KNX, Z-Wave, Zigbee etc., dass die angebunden werden können. Bei Zigbee und Z-Wave gibt es da eben Einschränkungen, was für Hersteller dort angebunden werden können. Und dann ist es eben so, dass die Geräte wieder importiert werden in so einer Art Komponentenübersicht. Aber das Schöne ist dann an der Stelle, in dem Moment, wo es zu dieser Komponente wurde, hast du auch automatisch schon ja, das Visualisierungselement dazu. Die Zigbee-Hersteller, die hier unterstützt wurden, waren aber eben die bekannten, also Philips Hue, Tradfree, dann Sonoff und zum Beispiel auch noch Tuya Devices. Weiterer Multiprotokoll-Server, den wir uns angeguckt haben, ist der Jigsaw-Server. Habe ich mir vorher auch schon immer mal im Internet angeguckt. Hier jetzt auch nochmal, ist ein Raspberry Pi-basierendes Gerät, sieht man auch. Macht man aber auch hier kein großes Geheimnis drum. Finde ich auch erstmal nicht schlimm, dass da ein Raspberry Pi drunter werkelt, weil die Software, die sieht an der Stelle auch ganz schick aus. Preislich geht er, meine ich, ab 800 Euro los. In der Pro-Variante ist auch noch eine Modbus RS485-Schnittstelle drauf. Also ihr seht, das Thema Multiprotokoll-Server oder allgemein KNX-Server, im letzten Video ging es schon los, heute geht es
damit gerade weiter und ich denke, die nächsten Tage wird es da auch noch mehr zu sehen geben. Was mir heute auch schon aufgefallen ist beim Besuch der Messe, ist, dass das Thema Meta und KNX extremst viel gespielt wird. Und nicht nur von 1-2 Herstellern und von kleinen Herstellern, sondern von ganz vielen, auch von den großen Herstellern. Also ich glaube, da werden wir einige Gateways sehen. Bei ABB bzw. Bushega waren wir heute ja auch und da wird noch mehr in einem Interview dazu kommen, aber an der Stelle schon mal vorweg gesagt, bei ABB und Bushega wird das Thema KNX Secure extrem stark wahrgenommen. Also die komplette Aktorik, die wir hier sehen und auch die Sensorik, die unterstützt Data Secure und auf der IP-Seite auch IP Secure. Also ich glaube, auch das wird definitiv zu einem Standard werden in den nächsten Jahren. Und damit, denke ich, war das eine ganze Menge für diese heutige Zusammenfassung. Ich muss mich jetzt noch an den Videoschnitt machen. Ich hoffe, es war an der Stelle informativ und vor allem auch so ein paar kleine Highlights mit dabei. Mich würde es übrigens riesig freuen, wenn ich euch morgen früh im Livestream sehen würde. Morgen früh auf dem KNX Deutschland e.V. Livestream. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Videobeschreibung. Schaltet da gerne ein, stellt eure Fragen und dann sehen wir uns morgen.